Bayer, es gibt ja immer wieder mal pauschal dotierte Unterstützungskassen, die nicht richtig professionell verwaltet worden sind und die irgendwie in eine Schieflage geraten sind. Gibt es da Möglichkeiten? Kann man da etwas machen? Ja, beim Thema Sanierung, es kommt immer die Frage, wie kommt es überhaupt zu einem Sanierungsfall oder wie entsteht der? Und da ist halt leider so, dass doch die ein oder andere Unterstützungskasse eingerichtet wird mit mangelndem arbeitsrechtlichen Know-how, mit mangelndem steuerrechtlichen Know-how. Es wird oft die Komplexität, wird oft unterschätzt. Es ist sehr umfangreich und komplexe arbeitsrechtliche, steuerrechtliche, sozialversicherungsrechtliche, auch finanzmathematische und überhaupt mathematische und sozialversicherungsrechtliche Materie. Und da werden halt manche Unterlagen fehlerhaft erstellt, Ausgestaltungen jenseits der Zulässigkeit vom Arbeitsrecht, jenseits der Zulässigkeit oder Abzugsfähigkeit des Steuerrechts. Und so kommt es halt einfach zu Sanierungsfällen. Häufig ist auch so, dass die Verwaltung mangelhaft und schlecht ist, weil einfach die Verwaltung nicht die Kernkompetenz des jeweiligen Anbieters ist. Viele Anbieter kommen von der Kapitalanlageseite. Wir sind eine reine Verwaltungsgesellschaft. Uns interessiert nicht mehr als Arbeitsrecht und Steuerrecht. Uns interessiert nicht mehr als saubere, nachhaltige, zuverlässige und auch korrekte und richtige Verwaltung. Das nicht nur über 5 oder 10 oder 20 Jahren, sondern solange einfach das Versorgungswerk läuft. Ja, was kann man tun? Es ist, wie der Name sagt, es ist meistens wirklich ein Sanierungsfall. Wir übernehmen das regelmäßig in unsere Unterstützungskasse, stellen dann alle Dokumente richtig, machen das, was notwendig ist, machen das, was ja arbeitsrechtlich erforderlich ist, schreiben auf die ganzen Dinge neu, klären auf das eine oder andere steuerliche Problem und dann führen wir halt die Verwaltung einfach zuverlässig und sauber weiter. Jeder Fall ist ein bisschen anders, aber meistens liegt es an verschiedenen Verwaltungsproblemen, sei es an Unerreichbarkeit, sei es an fehlerhaften Unterlagen, sei es an mangelnder terminlicher Zuverlässigkeit oder sei es an Mahnungen, die über Pensionssicherungsfrei oder ähnliche Dinge kommen oder auch, was in der Betriebsprüfung festgestellt wird. Das löst alle solche Dinge aus und da haben wir zwischenzeitlich eine recht große Erfahrung und es ist auch durchaus eine sehr interessante Tätigkeit, solche Versorgungswerke wieder zu optimieren, zu verbessern und letztendlich zukunftsfähig auszurichten, weil es ist eins, gut oder schlecht, es ist eine interessante und Materie für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, es muss halt sauber gemacht sein.